Feuerzauber, mein Lieber. Feuerzauber. Kennen Sie das, Müller? Das ist aus der Walküre. Das sind die Mädchens, die die toten Kriminalkommissare mit Poyotto Hoch vom Alex direkt in den Himmel verbrachten. Verfehrt. Pferd? Na ja, Sie wissen doch, für ein Auto langen die Spesen nicht. Gut, Herr Kommissar, wenn es sich um einen Toten handelt, hat der Staat doch manchmal großzügige Anwandlungen. Haben Sie eine Ahnung? Na, ob Sie mir's glauben oder nicht, Müller. Heute wird's das erste Mal sein, dass ich rechtzeitig zum ersten Akt ins Theater komme. Gottes Willen, Herr Kommissar, bloß nicht berufen. Na, was habe ich gesagt? Ich bin leider tot. Polizeipräsidium, Dienststelle Lohmann. Herr Kommissar. Herr Kommissar. Herr Kommissar. Was ist denn? Hof. Hofmeister möchte sich sprechen, Herr Kommissar. Was? Der früher bei uns war? Der, der die Wiesengeschichte gehabt hat? Dieser Lump, er? Dieser Lump? Ich lasse Herrn Hofmeister bestellen. Sein Anruf bei mir ist die größte Unverschämtheit, die mir in meinem ganzen Leben vorgekommen ist. Soll ich zum Teufel scheren? Herr Kommissar Lohmann ist leider schon weg und er und Sie... Und Sie sollen sich zum Teufel scheren, jawohl! Herr mein Gott! Will ich mir was sagen, Müller? Der Hofmeister, das war ja meine größte Hoffnung. Ich habe ihm die ersten Chancen gegeben. Und was tut das Aas? Geht hin und lässt sich bestechen. Von einem Devisenschieber. Pfui, Deibel. Der Mann, für den ich meine Hand ins Feuer gelegt hätte, von dem muss ich erleben, dass er aus Dienst geschmissen wird wie ein... wie ein faules Ei. Polizeipräsidium, Dienststelle Lohmann. Ich bitte ihn um Gottes Willen, er muss mich anhören. Sagen Sie ihm, es geht um Tod und Leben. Herr Kommissar, ich glaube, Sie müssen unbedingt... Und natürlich wieder nicht zum ersten Akt. Ich will mich doch vor ihm rehabilitieren. Und dabei bin ich eben der Sache auf die Spur gekommen. Eine ungeheuerliche Sache. Dreimal haben Sie mich schon fast erwischt. Ich traue mich nicht mehr über die Straße. Hier ist Lohmann. Was ist los? Herr Kommissar, ich danke Ihnen. Danke. Machen Sie keinen langen Quatsch. Sagen Sie mir, was los ist. Jawohl, Herr Kommissar. Ich habe also herausgebracht, dass der... Moment bitte. Nur für alle Fälle, Herr Kommissar, lassen Sie bitte meinen Bericht zu Protokoll nehmen. Kopfhörer nachschreiben. Ich war ja eigentlich nur hinter falschen Banknoten her. Ich wollte mich doch rehabilitieren. Vor Ihnen, Herr Kommissar. 4 Tage lang, 96 Stunden, habe ich da oben an der Rauchklappe gelegen. Jetzt weiß ich, wer dahinter steckt. Aber Sie werden mich ja für verrückt halten.
Also wer? Ich schwöre Ihnen, dass ich die Wahrheit spreche. Ich weiß, wer hinter allem steckt. Ich habe den Namen mit eigenen Ohren gehört. Und weil die wissen, dass ich den Namen kenne. Herr Gott! Das Licht ist ausgegangen! Lohmann! Verletzen Sie mich doch um Gottes Willen! Lohmann! Kann der Apparat feststellen, von wo er Sie angerufen hat? Hofmeister! Herr Gott im Himmel! Hofmeister! Erkrankung, die nicht so ungewöhnlich ist, wie man allgemein annehmen möchte. Denn unter der Einwirkung von Katastrophen, wie zum Beispiel Explosionen, Erdbeben, Eisenbahnunglücken, also unter der Einwirkung von Schreck und Grauen, treten sehr häufig Geistesstörungen auf. Vielleicht der interessanteste Fall einer solchen Erkrankung ist der Fall des Dr. Mabuse. Ist er wieder bei seinem Steckenpferd angelangt? Ich rekonstruiere kurz die Vorgeschichte. Der Kranke führte ein ausgesprochenes Doppelleben. Er war ein angesehener Arzt mit großer Privatpraxis. Unterstützt von einer fast übermenschlichen Logik, benutzte er seine tiefgehenden Kenntnisse auf dem Gebiet der Hypnose zur Ausübung von Verbrechen, wie man sie bis dahin nicht für möglich gehalten hatte. Monatelang sucht die Polizei das Gehirn, dass diese Verbrechen erdacht hat, den Mann hinter dem Vorhang. Endlich kommt sie auf seine Spur, Mabuse aber beschließt, nicht zu fliehen, sondern bewaffneten Widerstand zu leisten und verschanzt sich mit vier ihm treu ergebenen Leuten in seinem Haus. Eine Aufforderung, sich der Staatsgewalt zu ergeben, lehnt er ab mit den Worten, der Staat bin ich. Ein Geschosshagel zwingt die vordringende Polizei zum Rückzug. Militär stürmt endlich mit Handgranaten das Haus. Zwei der Verteidiger sind tot, zwei werden gefangen. Mabuse selbst ist verschwunden. Einer der Gefangenen verrät seinen letzten Schlupfwinkel. Eine Falschmünzerwerkstatt, von der aus er einen groß angelegten Schlag gegen die deutsche Währung führen wollte. Die Polizei dringt ein, findet ihn auch. Aber als hoffnungslos Wahnsinnigen. Nach seinen wirren Reden zu schließen, hat er in dieser Nacht die Gespenster der von ihm Getöteten gesehen und der Schrecken und das Entsetzen über diese Erscheinungen haben dieses phänomenale Gehirn, das wohl schon immer auf der schmalen Grenze zwischen Genie und Wahnsinn stand, im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Mabuse wurde in einer Irrenanstalt interniert, hat bis auf den heutigen Tag mit keinem Menschen auch nur ein Wort mehr gesprochen. Verharrte stumm und unbeweglich, wie Sie ihn hier sehen. Der Kranke hat sich ganz und gar in sein eigenes Ich zurückgezogen, gibt uns keine Möglichkeit, in sein Innenleben einzudringen. Dann änderte sich das Krankheitsbild. Wir beobachteten, dass Mabuses Hand ununterbrochen in der Luft, an der Wand, auf der Decke seines Bettes Schreibbewegungen macht. Wir gaben ihm Bleistift und Papier, das er anfangs mit völlig sinnlosen Kritzeleien bedeckte. Vor 2 Jahren jedoch tauchten in dem Gekritzel einzelne Worte auf. Dann bildeten sich Sätze, zunächst noch sinnlos und verworren, später immer zusammenhängender und logischer und gaben uns endlich Einblick in das einmalige Phänomen dieses Gehirns. Seine Gedanken bewegen sich im gleichen kriminellen Ideenkreis wie früher. Was Mabuse schreibt, ist eine auf unanfechtbarer Logik aufgebaute Anleitung zur Ausübung von Verbrechen, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Nee. Nach den Methoden vom Doktor kann uns überhaupt nichts passieren. No. Was denn no? Die ersten Anschläge auf den Spitzel sind misslungen. Schön. Malheur.
Wir haben daraufhin vorschriftsmäßig die Abteilung bei B antelefoniert. Die hat die Angelegenheit übernommen. Geht sie in Ordnung? Okay. Nun, wenn nicht, es besteht die Gefahr, dass der Spitzel uns verpfeift. Dann genügt ein Telefonanruf und die ganze Bude hier fliegt in die Luft. Kratz dich nicht, Ritzi. So weit kommt's nicht. Bevor der Kerl den Mund auftun kann, ist er erledigt. Mir wär's lieber gewesen, wenn die Sache ohne Mord abgegangen wäre. Wieso Mord? Es kann dann doch mal was auf den Kopf fallen, nicht? Netter, kleiner, sauberer Unglücksfall. Ne? Das meine ich nicht, wie die Angelegenheit zurechtfrisiert wird. Aber ich will mit Mord nichts zu tun haben. Hast wohl Schiss, hä? Kannst kein Blut sehen, wa? Will dir mal was sagen. Wenn's dich auch ein Dreck angeht. Ich hab zwei Menschen umgebracht. Ich weiß, was Mord heißt. Und weil ich das weiß, will ich mit Mord nichts zu tun haben. Ach, hau ab, Fritzi, was weißt denn du von Kind? Telefon! Ja? Erledigt? Bravo! Was, wirklich? Schon 20 Minuten später? Lohmann selber. Dann schreiben Sie weiter. Hofmeister selbst ist verschwunden. Der Teppich ist gegen das Fenster hin. Er hat telefoniert, als das Licht ausging. Wo ist der Lichtschalter? Hier an der Tür, Herr Kommissar. Dann kam also von dort. Das Unbekannte, das Grauenvolle, das ihm den Verstand raubte. Und er ist Schritt für Schritt davor zurückgewichen. Bis ans Fenster. Bis ans Fenster, ob er... Nee, hier kommt er nicht raus. Und runter schon gar nicht. Donnerwetter, ja. Tatsächlich Buchstaben. Mit dem Ring ins Glas gekratzt. Da hat er mir also etwas mitteilen wollen. Wie? Wie? Nee. Ob das ein Name sein soll? Na, das werden wir so Hals über Kopf auch nicht herauskriegen. Hallo, Krüger. Jawohl, Herr Kommissar. Nehmt mal die Fensterscheibe raus und bringt sie zu mir aufs Präsidium. Aber ganz möchte ich mir ausgebeten haben, sonst beiß ich euch. Dolles Ding, was da wieder dahinter steckt.
30 Seiten heute, Herr Professor. Ja, danke. Sie müssen heute Nacht sehr gut auf ihn Acht geben. Der Puls gefällt mir gar nicht. Geben Sie ihm nachher auf alle Fälle eine kombinierte Spritze, damit er zur Ruhe kommt. Jawohl, Herr Professor. Schokolade und ein Mocadoula-Ingenieur. Mit heißer Sahne. Wie immer, sehr wohl. Und jetzt sagen Sie mir mal, Tom, warum Sie mich gerade heute mit aller Gewalt sprechen wollten? Wissen Sie nicht, was für ein Tag heute ist, Lilly? Heute? Wollen Sie es mir nicht sagen, Tom? Doch. Ein Eischock. Ein Mokadubel mit heißer Sahne, bitte sehr. Was heute für ein Tag ist, Lini? Heute. Genau heute vor einem Jahr. Auf dem Arbeitsamt. Herrgott, lieber Freund, jetzt sind Sie schon wieder hier. Ich habe Ihnen doch schon 50 Mal gesagt, es hat keinen Zweck, dass Sie jeden Tag hierher kommen. Wenn wir Arbeit für Sie haben, werden wir Sie bestimmt benachrichtigen. Darauf warte ich jetzt schon seit 3 Monaten. Aber so nehmen Sie doch Vernunft an. Ja, Vernunft, Vernunft. Was hat denn das mit Vernunft zu tun, wenn ein Mensch vor die Hunde geht? Ich will arbeiten. Aber man wird ja immer wieder heruntergestoßen, diesen Abgrund. Ihr treibt einen ja gerade zu den Verbrechen in die Arme. Also bitte. Da muss man ja schließlich zum Verbrecher werden. Dann muss man eine kleine Palastrevolution auf, ja? Also nicht so aufgeregt, ja, bis Sie sich näher zu tun. Also kommen Sie. Lass Sie doch bitte. Der ist doch krank. Los, kommen Sie. Fassen Sie mich nicht an, ich gehe schon alleine. Mich seht ihr hier nicht wieder. Der Nächste, bitte. Mich seid ihr los. Einen Augenblick, bitte. Ich möchte nicht, dass Sie so weggehen. Da sind 20 Mark. Mehr habe ich im Augenblick selber nicht, aber die kann ich Ihnen geben. Vielleicht helfen Sie Ihnen ein bisschen weiter. Ich will kein Almosen. Ich will Arbeit, ich will nichts geschenkt haben. Aber ich will Sie Ihnen doch gar nicht schenken. Ich will Sie Ihnen doch leihen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie mir sie zurückgeben werden. Bitte. Und nach einem halben Jahr haben Sie Arbeit gefunden und mir pünktlich die 20 Mark zurückgegeben. Ja. Sagen Sie, Lili. Haben Sie schon einmal einen Mann geliebt? Jetzt ist aber höchste Zeit für mich, Tom. Da kommt gerade mein Autobus. Bleiben Sie doch, Lili. Nein, nein, ganz ausgeschlossen. Ich muss jetzt raus. Auf Wiedersehen, Tom. Sie rufen mich an. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Platz nehmen wollen, Herr Doktor? Der Professor muss jeden Moment kommen. Er ist schon auf der dritten Station. Ja, danke schön, Winkler. Ich finde schon, was ich suche. Nanu? Ach so, auf dem Schreibtisch hat er's. Hoppla! Ach, du lieber Gott. Wir hatten das nur wieder zusammen. Ich mal nummeriert, der Dreck. Was ist denn das überhaupt? Mabuse. Tja, wie ist denn das nun? Nee, so rum. Und das? Juve? Ja, wie geht denn das nur weiter? Juve? Nee. Juve, aha, Liergeschäft. Juve, Liergeschäft, so. Juweliergeschäft, dessen Spezialität hochwertige... Was? Als zweckmäßigste, weil unauffälligste Sicherheitsmaßnahme gegen Störung durch Polizei, Passanten oder Käufer sind, die Rollläden herunterzulassen und vor die Eingangstür ein Schild zu hängen, wegen Inventuraufnahme von 10 bis 2 geschlossen? Ich hab dich nicht denn. Also sowas ist doch nicht zu glauben. Das ist doch toll. Gas. Ist ja fantastisch. Ist ja fast wirklich dasselbe. Dünnwandige mit Gas gefüllte Glaskugeln. Das ist ja eine tolle Geschichte. Wie nach dem Rezept gemacht. Wie nach dem Rezept. Was machst du denn da? Baum. Mensch, das ist ja das Unglaublichste, was du dir vorstellen kannst. Bitte. Also was ist das? Na? Wie kommst du denn zu den Blättern? Das ist ja wurscht. Du weißt jedenfalls, was es ist, nicht? Tja. Natürlich. Also bitte. Dann lies mal das hier. Raffinierter Juwelenraub unter den Linden? Ja, ist schon richtig. Lies nur. Für 250.000 Mark Juwelen geraubt? Ja. Gas gegen Angestellte? Jawohl, mein Lieber. Ha, genau wie nach dem Rezept eines Herrn Dr. Mabuse. Ein sonderbarer Zufall. Na, hör mal, Zufall? Das nennst du ein Zufall? Ja, was denn sonst? Aber Baum, Menschenskind, solche Zufälle gibt's ja gar nicht. Hier besteht ein kausaler Zusammenhang, oder ich fress'n Besen. Ach. Du, ich hab ne tolle Idee. Ob der Mabuse etwa simuliert? Na ja, vielleicht ist der Kerl gar nicht Mischung. Sag mal, glaubst du... Wenn ich einen Menschen jahrelang in Behandlung habe, kann ich nicht beurteilen, ob er krank ist oder simuliert? Baum, so war es doch nicht gemeint. Aber etwas muss doch dahinter stecken. Schau, du weißt doch, was für ein Genie dieser Kerl einmal war. Also nun nimm mal an, dieses tote Gehirn wird wieder lebendig. Könnte es nicht sein, dass Mabuse diese Sachen da als eine Art von Gebrauchsanweisung für irgendwelche Komplizen schreibt? Ja, du warst schon immer ein fantasievolles Kind. Also so warte doch. Oder wenn zum Beispiel Mabuse mit seiner unheimlich starken hypnotischen Begabung von seiner Zelle aus, als eine Art von Fernhypnose... Unsinn. Unsinn? Und wenn du dich auf den Kopf stellst, hier stimmt etwas nicht. Sag mal, wer außer dir weiß etwas von dieser Niederschrift Mabuses? Du fragst ja wie ein Polizeibeamter. Ich bin auch der Meinung, dass man die Polizei von dieser merkwürdigen Duplizität unterrichten muss. Die Polizei? Selbstverständlich. Ja, vielleicht. Natürlich hast du recht, die Polizei müsste für diese Sache interessiert werden. Nicht wahr? Also weißt du was? Ich fahr sofort. Wenn möglich, rufe ich dich gleich vom Polizeipräsidium aus an. Wiedersehen. Herr Doktor, sollten recht vorsichtig fahren.
Es hat vorhin geregnet. Ja, ich danke schön, Winkler. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Sektion 2b? Jawohl. Ja. Ich wiederhole. Kleiner blauer DKW. 1A 74259. Kreuzung grüner Winkel Körnerstraße. Wird erledigt. Körnerstraße runde DKW 74259. Los! Annähernde Viertelmillion Juwelen. Perlen, Platin, Gold. Kann man allerhand damit anfangen. Was? Kann. Könnte. Könnte. Aber was wird damit angefangen, fragt dich, hä? Was geschieht mit der Viertelmillion, was? Hoppla. Ich frage dich, bleibst du unten? Was geschieht damit, frage ich? Kokain wird für gekauft. Morphium, Heroin und Opium, wie der ganze Mistladen heißt. Und anstatt mal ordentlich Geld aus dem Dreck rauszuziehen und die Brüder, die sich danach die Beine ausreißen, anständig hochzunehmen, wird das Zeug so gut wie verschenkt. Mensch, ich frage dich, was hat der Chef für ein Interesse daran, die ganze Menschheit mit Rauschgiften vollzupumpen, wenn er nicht mal so dran verdient? Die Biester bleiben nicht unten. Er hat doch nicht davon. Wenn ich in seinem Auftrag mit Erpressung und Drohungen 10 Leute mir Schucke mache, und wenn ich sie endlich so weit habe, dass sie jede verlangte Summe zahlen würden, dann muss ich verduften, ohne das Geld zu holen? Und das ganze Resultat ist, dass 10 Menschen aus lauter Angst vor einem Skandal nicht wissen, wohin? Was geht das Sie an, mein Lieber? Oder haben Sie mal Ihre Gehalt nicht pünktlich bekommen? Aber Herrgott, noch mal nein. Na also! Sie erfressen, ich sorge für Ihr Alibi, wir bekommen pünktlich unser Geld. Also was meckern Sie dauernd? Ich mecker doch gar nicht. Ich sehe bloß keinen Sinn in dem Geschäft, wenn eine Frau aus dem vierten Stock springt oder einer sich eine Kugel vor den Kopf knallt, wie gestern der Bankdirektor. Die Briefe von den beiden können Sie jetzt verbrennen.
Runde 50 Mille in den Dreck geworfen. Und nun frage ich Sie, hat das einen Sinn? Oder diese neuen Aufträge mit den Sprengstofflagern? Und diese Giftdiebstähle in den Apotheken, das ist doch geradezu unheimlich. Das soll es ja auch, mein Lieber. Warum denn zum Donnerwetter noch mal? Ich finde, du fragst ein bisschen viel. Das hat der Chef nicht gern. Kennst du ihn denn, den Chef? Nee. So wenig wie du oder sonst irgendeiner von uns. Bin auch gar nicht neugierig. Ich hab genug von deinem Vorgänger. Der wollte durchaus wissen, wie der Mann aussieht, der Mann hinter dem Vorhang. Chef. Na, und da ist er eines Tages, ohne dass man ihn gerufen hätte, in das berühmte Zimmer, oder was schon, in das Zimmer mit dem Vorhang eingedrungen. Na, und da haben wir dann ja auch gefunden. Oder vielmehr, was von ihm noch übrig war. Hör auf, Mensch. Vergeht einem ja der ganze Appetit. Ich will dir mal einen Tipp geben. Zerbrich du dir nicht den Chef seinen Kopf. Wir werden anständig bezahlt, sehr anständig sogar. Wenn es mal schief geht, haben wir ein todsicheres Alibi oder einen prima, prima Verteidiger. Der Chef denkt an alles. Sorgt für alles und beansprucht für sich selber nicht einen Pfennig von der Sore. Nicht einen Pfennig. Siehst du? Das ist es ja eben. Warum? Warum beansprucht der Chef nicht einen Pfennig? Und weil ich mir nicht vorstellen kann, warum, fühle ich mich nicht wohl dabei. Und ich glaube, so geht es manchen von uns, der vielleicht gerne raus möchte aus der ganzen Geschichte. Und nur nicht recht weiß, wie. So, bis in die äußersten Bezirke ausgedehnt. Und vom Hofmeister noch immer keine Spur. Sie haben doch seine Beschreibung seinem Beamten weitergegeben. Ja, jawohl, ja. Herr Kommissar Lohmann lässt fragen, ob Sie auch in den Krankenhäusern. Ist der Spezialstreifen bereits geschehen? Und Hofmeister wurde nirgends eingeliefert. Sie rufen dann an. Also, Ihr Danke Gutachten, sehr. Lieber, Danke. Noch einen Augenblick. Suchen Sie mal ein Foto von Hofmeister raus. Eventuell müssen wir Plakate drucken lassen. Also, was ist Ihr Gutachten über den Automord? Vorläufig nur, dass der Täter eine Dreisepistole benutzt hat, Kaliber 7,65, Jahrgang 1906, Fabrikation 1916 eingestellt. Und dass dieses Geschoss aus einer Entfernung von höchstens 8 Metern abgefeuert wurde. Da weder auf dem Fahrdamm noch auf dem Gehsteig eine ausgeworfene Patronenhülse gefunden wurde, und der Verlauf des Einschusskanals darauf schließen lässt, dass der Schuss nicht aus einem Fenster, sondern fast in gleicher Höhe mit dem Kopf des Ermordeten abgegeben worden ist, liegt die Vermutung nahe, dass der Mörder vielleicht
aus einem Auto heraus geschossen hat. Aus dem Auto aus? Das wäre ja sehr interessant. Das gäbe ja ganz neue Perspektiven. Polizeipräsidium, Dienststelle Lohmann. Nicht schlecht. Verzeihen Sie, Herr Kommissar. Hä? Habermann ist am Telefon. Das ist in der Mordsache Kramm. Lohmann. Also, Herr Kommissar, wir haben genau verfolgen können, wie der Ermordete den Tag bis 18.10 Uhr verbracht hat. Wo er sich von da an bis zu seiner Ermordung aufgehalten hat, haben wir leider noch nicht herausbekommen. Darauf kommt es aber an, mein Lieber. Seht also zu, dass er herauskriegt, wo er die letzten 2 Stunden war. Gut. Müller, veranlassen Sie. Oder warten Sie mal. Wo ist denn der Text für das Mordplakat Kramm? Ah, da ist er. Zweckdienliche Angaben, die ja von streng vertraulich behandelt werden. Ja, hier kommt noch ein Satz rein. Besonders über die Zeit von 18 bis 20 Uhr. So, soll noch geändert werden. Jawohl, Herr Kommissar. Nein, lassen Sie mal. Hau ab. Hör schon selber. Fotoabteilung. Weber, der Olle will dich sprechen. Dicke Luft? Weiß nicht. Hier, Weber. Bin gerade dabei. Selbstverständlich Vergrößerungen. Dann versuchen Sie mal auf den Abzügen die Kratzer nachzuzeichnen und zu ergänzen. Ob sich da nicht ein Wort, ein Name oder sonst was ergibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass mir Hofmeister auf der Fenster... Herr Kommissar, Hofmeister, ich bin gefunden. Wo ist er? Auf der Polizeiwache am Schöneberger Ufer. Einer der Wirtshausstreifen hat ihn gefunden. Erst haben sie geglaubt, es ist ein Betrunkener, weil er so ununterbrochen vor sich hingeredet und geplappert hat. Dann aber nannte er ihren Namen. Herr Kommissar Lohmann, so hören Sie mich doch nur an, um Gottes Willen. Herr Kommissar, Sie müssen mich anhören. Herr Kommissar, es geht um Tod und Leben. Herr Kommissar Lohmann... So hören Sie mich doch nur an, um Gottes Willen! Gloria! 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 Schön sind die Mädel, die Mädel. Mit 17, 18 Jahren. Mein Gott. Sehen Sie? So wie er sich beobachtet glaubt, fängt er an zu singen. So wie er sich allein glaubt, ruft er nach Ihnen. Ich lasse Sie jetzt allein. Die Mädel von Batavia. Gloria. Schön sind die Mädel. Hofmeister. Schön. Aber Hofmeister, erkennen Sie mich denn nicht? Von Bata, 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 Batavia. Verdammt und verflucht nochmal. Die Mädel mit 17, ja. Aber Hofmeister, ich bin's doch, Lohmann. Ihr alter Freund Lohmann. Hofmeister! Nein, 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 Lohmann! Hallo? Hallo? Herr Kommissar? Herr Kommissar Lohmann? So melden Sie sich doch! Hallo, hallo! Herr Kommissar? So melden Sie sich doch, um Gottes Willen! Melden Sie sich doch, Herr Kommissar! Herr Kommissar Lohmann! Hallo, hallo? Herr Kommissar? Herr Kommissar Lohmann? Hallo? Hier ist Lohmann, Kriminalkommissar Lohmann. Wer ist dort, bitte? Hallo, hallo? Herr Kommissar? Hallo. Sind Sie dort, Hofmeister? Hallo. Hofmeister, hier ist Lohmann. Gloria.
Hoffnungslos. Tja, da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als den armen Teufel in eine Anstalt einzuliefern. Hören Sie mich doch nur an, um Gottes Willen. Melden Sie sich doch, Herr Kommissar. Aber Kerl, was? Aber Gnade Gott, wenn ich den Hund erwische, der den Jungen auf dem Gewissen hat. Und auf einmal hat er aufgehört zu schreiben und sitzt da wie ein lebendig Toter. Und dabei hat er plötzlich einen Ausdruck im Gesicht bekommen. Und die Augen, die lähmen einen förmlich. Das sind so die Augen von einem, der, ich glaube, wenn der bei Verstand wäre, der könnte noch aus der Zelle heraus die Menschen zwingen zu tun, was er will. Der Professor muss kommen. Der Professor arbeitet und hat mir ausdrücklich untersagt zu stören. Aber Winkel, wo es sich doch um Mabuse handelt. So laut, Herrgott, noch mal. Der Professor schmeißt mich gerade raus. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Zu meinem Befremden habe ich feststellen müssen, dass in der Angelegenheit Hofmeister der Überwachungsdienst der Druckerei in unverantwortlichster Weise versagt hat. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt. Die Angelegenheit Hofmeister würde sich zu einer Katastrophe ausgewachsen haben, wenn nicht die ausgezeichnete Arbeit der Abteilung 2b den Fehler wieder gut gemacht hätte. Ich komme noch darauf zurück. Trotzdem sind in Zukunft die Methoden zur Sicherung der Organisation zu verschärfen. Menschen, die eine Gefahr für die Organisation bedeuten, sind ausnahmslos sofort zu vernichten. Kent, es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie wohl mit Rücksicht auf Ihre Vergangenheit gewisse Maßnahmen meiner Organisation missbilligen. Ich warne Sie, Kent. Und ich warne nur einmal. Sie werden schon in kürzester Zeit zu beweisen haben, dass Sie sich Ihrer bedingungslosen Verpflichtungen gegen die Organisation bewusst sind und dass Sie wissen, wofür man Sie bezahlt. Mord. Nee, Kent. Es geht mich zwar nichts an, aber ich glaube, Sie nehmen die Warnung vom Doktor nicht ernst genug. Oh doch, ich weiß schon. Abteilung 2b. Lebendig kommt keiner raus, der einmal drinsteckt in der Organisation. Da gibt's keine Hoffnung und kein Zurück.
Es heißt Mabuse. Was heißt Mabuse? Die Kratzer auf der Fensterscheibe, Herr Kommissar. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich rausgekriegt habe, dass der Mann doch Spiegelschrift geschrieben haben muss. Mit der Hand auf dem Rücken und dazu noch mit der linken Hand. Wenn man es rumdreht, dann... Da. Mabuse. Das ist ganz deutlich. Mabuse. Ja. Mabuse. Mabuse? Das war doch der Doktor da in der Inflation. Ganz recht, Herr Kommissar. Hab ihn schon. 1920-21. Dr. Mabuse, der Spieler. Ja. Na los, na geben Sie mal her. So, jetzt wollen wir mal sehen, was der auf der Fensterscheibe zu suchen hat. Wenn Lohmann den Knoten aufgeknippert hat, dann können Sie hier rumfegen, so viel Sie wollen. Aber bis dahin wird er wild wie ein Affe, wenn einer hier was anrührt. So. Und den beißt er. Den möchte ich mal sehen, der mir beißt. Müller! Der Alte kommt da raus! Ich will raus! Müller, komm mal her. Buch mal G9 19902 an. Das ist die Irrenanstalt von Professor Baum, wo seinerzeit ein gewisser Dr. Mabuse interniert worden ist. Ich möchte wissen, ob sich dieser Mabuse noch in der Anstalt befindet. Mann? Ja? Danke sehr. Dr. Mabuse ist heute Morgen gestorben. Heute? Ausgerechnet heute? Das ist ja sehr sonderbar. Na, Sie auch? Wieso Sie auch? Große Sache scheinbar heute Nacht. Wir, Abteilung 5 und 9 ist auch bestellt. Und Sektion 2b. Herrgott. Das hat doch keinen Zweck, Ken. Der Doktor ist stärker als Sie. Ist Ihre Wissbegierde nun befriedigt, Herr Kriminalkommissar? Und an der Identität dieses Toten mit Dr. Mabuse ist nicht zu zweifeln? Leider nein, Herr Kommissar. Leider ist es nur allzu sicher, dass dieser Tote hier Mabuse ist oder war. Diese Einschätzung des Verstorbenen. Darf man hier rauchen? Bitte. Erscheint mir denn doch, sagen wir mal, rauchen Sie auch? Danke, nein. Sagen wir mal, leicht übertrieben. Es handelt sich doch bei Mabuse nicht um ein menschliches Wertobjekt, sondern um einen ziemlich üblen Verbrecher, der nur dadurch vom Galgen bewahrt blieb, weil er ins Irrenhaus gekommen ist. Wahnsinniger Verbrecher weniger auf der Welt. Schweigen Sie! Sie haben keine Ahnung. Kein Mensch hat eine Ahnung, was für ein phänomenales, übermenschliches Gehirn mit Mabuses Tod aufgehört hat. Dieses Gehirn
ist unsere ganze verrottete zum Untergang längst reife Welt in Trümmer gelegt. Diese entgötterte Welt ohne Güte und Gerechtigkeit, die nur aus Egoismus, Gemeinheit und Hass besteht. Dieses Gehirn hätte eine Menschheit vernichtet, die selber nichts als zerstören und vernichten kennt, die nur durch Schreck und Entsetzen in letzter Stunde noch geläutert werden. Mabuse, den Verbrecher? Mabuse, das Genie! Das geistige Vermächtnis Mabuses hätte die ganze polizeilich gesicherte Welt aus den Angeln gehoben. Vermächtnis Mabuses? Sie sprechen von einem Vermächtnis Mabuses? Nein, ja. Selbstverständlich kein Testament. Im allgemein üblichen Sinn. Eine Niederschrift, Mabuses, die lediglich nur für den Arzt und für den Wissenschaftler von Interesse ist. Ich glaube, Herr Professor, Sie unterschätzen die Anzahl der Gebiete, für die ich mich interessiere. Da ist zum Beispiel ein Fall, der mir persönlich sehr nahe geht. Bei Ihnen ist doch heute früh ein Mann namens Hofmeister eingeliefert worden. Könnte ich diesen Mann sprechen? Ich bedauere unendlich, Herr Kommissar. Der Mann scheint unter dem Eindruck eines furchtbaren Schreckens zu stehen, den er ständig von Neuem erlebt, sobald ein Mensch in seine Nähe kommt. Dann beginnt er zu singen, wie ein Kind, das sich im Dunkeln fürchtet, zu singen anfängt. Ich muss Sie darum bitten, mit Rücksicht auf den Kranken von Ihrem Besuch abzusehen. Was ist denn? Entschuldigen Sie, Herr Professor. Wir wollten mal bloß... In der Anatomie warten Sie schon alle. Ja. Ja, natürlich. Na, die Zelle vom Doktor ist schon wieder besetzt? Ja. Der Neue von heute Nacht. Der Professor hat bestimmt, dass er isoliert werden soll. Weil die Zelle vom Doktor gerade frei geworden ist, haben wir ihn halt da hineingelegt. Ist schon kurios, wenn man so denkt. 10 Jahre habe ich den Doktor gepflegt und nun liegt er da drunten in der Anatomie. Was bleibt schon übrig? Abteilung 5. Herrschaft des Verbrechens. Herrschaft des Verbrechens. Die Seele der Menschen muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden. Durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen. Verbrechen, die niemandem Nutzen bringen, die nur den einen Sinn haben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Zu
Haben Sie die Spezialkarten vom Norden? Jawohl. Die Brandherde in der chemischen Fabrik. Planquadrat E9 und K14. Wiederholen Sie. Planquadrat E9 und K14. Sind so zu konzentrieren, dass das Feuer vor allen Dingen auf die Lagerräume und Depots übergreift. Ist das klar? Jawohl. Bei Eintreffen der Löschzüge darf ein Niederkämpfen des Feuers nicht mehr möglich sein. Abteilung 3 und Dr. Hauser zum Chef. Abteilung 3? Jawohl. Und Dr. Hauser. Berichten Sie. Auftragsgemäß ist dem Prokuristen der Überseebank die Rückgabe der ihn belastenden Briefe selbst gegen Angebot einer sehr großen Summe verweigert worden, bis er endlich unseren Wünschen restlos nachgekommen ist. Wir sind jetzt im Besitz der Duplikate sämtlicher Schlüssel zu den Tresorräumen der Bank, der Kennworte zum Öffnen der Panzerschränke und der Pläne für alle Alarmvorrichtungen. Erst nach gelungener Aktion sollen die Briefe zurückgegeben werden. Gut. Übergeben Sie das Material an Abteilung 3 und warten Sie unten. Ich brauche Sie noch. Jawohl. Abteilung 3 hat heute früh das fertige Falschgeld zu bündeln und mit den Aufdrucken der Überseebank zu versehen. Anhand der Unterlagen, die Sie soeben erhalten haben, ist morgen Nacht, Punkt 11 Uhr, ein Einbruch in die Bank vorzunehmen und die in den Tresoren lagernden Banknoten mit entsprechendem Falschgeld zu vertauschen, damit die Bank selbst zur Ausgeberin der gefälschten Scheine wird. Die Wächter der Bank sind zu töten. Sind zu töten! Damit auch nicht die geringste Spur auf ein Öffnen der Kassenschränke hindeuten kann. Nachdem alles plangemäß ausgeführt ist, sind die Alarmapparate der Bank in Tätigkeit zu setzen, damit die Aktion das Aussehen eines gestörten Einbruchs bekommt. Verstanden? Jawohl. Abteilung 3 wird nicht mehr benötigt. Lilly! Guten Abend, Thomas. Lilly. Ich war heute Mittag schon einmal bei Ihnen, Thomas. Aber Sie waren nicht zu Hause. Und abends auch nicht. Gewartet, Tom. Schrecklich lange gewartet. Wollen Sie mir nicht zur Belohnung wenigstens einen Stuhl anbieten, Tom? Aber wirklich hübsch hier, Tom. Ich habe so gerne Räume mit hohen, breiten Fenstern. Ach.
schön. Lilly. Lilly. Ist das wahr? Ja, Tom. Aber ich habe Ihnen doch geschrieben, Lilly. Und ich habe Ihnen meine Antwort gegeben, Tom. Ja, aber Lilly, Sie wissen doch nicht einmal, wer ich bin. Lieber Tom, ist das nicht ganz gleichgültig? Das ist gleichgültig. So, das ist ganz gleichgültig. Na, wir wollen ja gleich sehen, ob das wirklich so ganz gleichgültig ist. Da, schwarz auf weiß, wer ich bin. Da haben Sie es amtlich bestätigt. Mit Stempel und Unterschrift vom Zuchthausdirektor. Und allem, was dazugehört. Zuchthaus? Ja, Zuchthaus. 4,5 Jahre Zuchthaus. Die letzten 6 Monate wegen guter Führung auf dem Gnadenweg erlassen. So. Was geht das mich an, Tom? Ich liebe dich. Lilly, Sie wissen nicht, warum ich im Zuchthaus war. Ich habe 2 Menschen getötet. 2 Menschen, die... Meine Geliebte. Und den Mann, von dem ich glaubte, dass er mein bester Freund war. Was geht das mich an, Tom? Ich liebe dich. Dann muss ich dir auch noch das Letzte sagen, Lilly. Ich hab dich angelogen, Lilly. Ich hab dir vorerzählt, ich hätte eine Stellung gefunden, nicht wahr? Ja, hab ich auch. Weißt du wo? In einer Falschmünzerwerkstatt. Da konnten sie den ehemaligen Zuchthäusler und Ingenieur gut brauchen. Hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß. Gleichlaufend mit der Vernichtung der Ernten hat die Verseuchung des Wassers zu gehen. Epidemien aller Art müssen die Widerstandskraft der Bevölkerung schwächen. Eine Warnung an unzuverlässige Elemente erfolgt nicht mehr. Das geringste Zeichen von Verrat wird sofort mit dem Tode bestraft. Siehst du, Lilly? Jetzt sagst du nicht mehr. Was geht das mich an, Tom? Ich liebe dich. Und sieh mal, Tom. Als ich deinen Brief bekam. Oder glaubst du, ich bin so dumm, dass ich hinter deinen Worten nicht dein verzweifeltes Herz gefühlt habe? Da habe ich mir gedacht, was ihm fehlt, das ist, dass er wieder an sich selber glaubt und dass alles wieder gut werden kann. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du ihm den Glauben geben, wenn du ihm sagst, wie lieb du ihn hast. Und dass du zu ihm halten willst, in guten und in bösen Tagen. Und da bin ich zu dir gegangen. Sag mal, du. Ist es eigentlich darauf angelegt, mich um ein letztes bisschen Verstand zu bringen? Ja, Tom. Du. Mensch, du musst doch melden, dass er nicht da ist. Ich wollte noch warten.
Fertig. Tja. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Sektion 2b? Ja, hier ist Abteilung 3. Ich möchte melden, dass Kent nicht gekommen ist. Glaub mir, Tom. Jetzt fängt dein Leben eigentlich erst an. Ein ganz neues Leben. Sauber und klar und gut. Doch, Tom. Jetzt ziehen wir einen Strich unter alles, was vergangen ist. Hm. Und weißt du, wer uns dabei helfen wird? Uns? Helfen? Ja, Tom. Der Mann, der sich damals... Also dich verhaften musste. So menschlich und anständig gegen dich gezeigt hat. Lohmann? Herr Kommissar? Herr Kommissar? Herr Kommissar! Herr Kommissar! Was ist los? Froberg ist da. Er behauptet, eine wichtige Meldung zu haben. Eben letztes Jahr machte ich alle Sie nur verlassen reinkommen. Moin, Herr Kommissar. Gibt's denn? Also, Herr Kommissar, die Sache ist ja, nämlich die. Der Scholz und ich, wir bilden uns ein, etwas herausgebracht. Mensch, lass uns ihn runter. Dusseliger Hund. Etwas herausgebracht zu haben, was uns vielleicht auf eine Spur von den Juwelenräubern führen könnte. So? Ja, wir haben nämlich ein Mädel beobachtet, was mit so einer Perlenkette rumläuft. Naja, also, ich verstehe nicht davon. Mir kann sie beweislos was erzählen, dass sie das Ding bei Woolworths gekauft hat für 25 Pfennig. Aber der Scholz, der kennt sich aus. Und der sagt, die Kette ist echt oder er frisst einen Besen. Na? Und ist er nur echt? Tja, wir haben es jetzt nur herausgekriegt, dass das Mädel die Geliebte von einem Ganoven ist, der als Sachverständiger für alles gilt, was mit Juwelendiebstählen zusammenhängt. Wo bleiben denn die anderen? Die haben noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Mitkommen. Ruhig. Mitkommen, Kent. Los, komm her. Los. Na, dann schiebt ab. Aber ich sage euch noch mal, seid vorsichtig. Ihr habt's mit dem ausgekochten Internationalen zu tun. Verstanden? Jawohl, Herr Kommissar. Also. Also im Beinbruch. Moin, Herr Kommissar. Kommissar. Kent! Sie waren beauftragt, die Aktion gegen die Überseebank vorzubereiten. Sie haben den Befehl nicht ausgeführt. Gehorsamsverweigerung ist gleichbedeutend mit Verrat. Auf beides steht der Tod. Lassen Sie die Frau frei. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber lassen Sie die Frau frei. Sie und diese Frau werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Du Bestie! Komm, um Gottes Willen! Lass mich!
Großer Gott! Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch 3 Stunden, um zu sterben. Auch immer ist, Lilly. Wir müssen es finden. Finden und unschädlich machen. Du musst übrigens die Arbeit von Kent übernehmen. Er selber kommt nicht mehr dazu. Wieso denn? Der ist jetzt anderweitig beschäftigt. Wer ist denn das? Was weiß ich? Vielleicht der Briefträger. Anni! Dann willst du vielleicht endlich mal nachsehen, wer draußen ist? Bäh! Ab. Wer ist denn da? Der Gastmann. Ich möchte bei Ihnen die Jasuhr nachsehen. Ach, Fräulein. Was wollen Sie? Die Jasuhr nachsehen? Müssen Sie ein andermal wiederkommen. Ich hab jetzt nämlich Besuch. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Machen Sie keine Schichten. Kriminalpolizei, aufmachen. Achtung! Kriminalpolizei! Schießt mich, verlass mich! Raus, raus, nicht hier raus, durch die Hintertür! Ja, wir haben die Hintertür! Ach, ihr Idiot, nehmt euch eine Wohnung, die einen Ausgang hat! Durch die Fenster muss man doch raus können! Im 4. Stock, aber irgendwo muss man doch raus können! Auf deine Dinge werde ich mein Licht einbauen lassen! Zement. Aber vielleicht der Ziegel. Verdammt nochmal! Hallo! Wie weit seid ihr da drin? Ich kann die Tür nicht eine Ewigkeit halten! Lohmann! Die ganze Saubande ist da! Lohmann! Lohmann! Da mach ich aber nicht mehr mit! Du bist heute unten! Alle miteinander! Was soll das heißen? Was das heißen soll? Will dir sagen, was das heißen soll? Geh zur Tür! Aua! Hardy, nimm mal Vernunft an. Das hat doch keinen Zweck. Da oben kommen wir doch nicht durch. Lass mich an die Tür ran und verhandeln.
Ich will dir mal was sagen, du. Wer mir an die Tür ankommt, draußen oder drin, der ist erledigt. Verstand! Die eine, pass auf die da drin auf! Da geh ich schon! Gleich! Jetzt! So! Und jetzt? Was ist denn, Tom? Es ist zwecklos, Lilly. Hinter den Ziegeln ist eine Stahlplatte. Gott, Tom. Mensch, pass auf! Ein Kind ohne Kopf ist ein Krüppel zeitlebens. Reisepistole. Sieh mal an. Ausgerechnet eine Reisepistole. Jahrgang 1906, Kaliber 7,65. Wahrscheinlich hat der frühere Eigentümer, mit dem Sie doch befreundet waren. Nee. Nicht? Oh. Komisch. Hier steht, dass Sie dicke mit ihm befreundet waren. Und unterschrieben haben es der Karetzki, die Juwelenanna und ihr Geliebter. Toten Freund verleugnet man nicht. Verleugnen ja nicht. Da siehst du. Und dein Freund hat die olle Kanone wahrscheinlich behalten, weil er so gut auf sie eingeschossen war. Denn eigentlich sind ja die Dinger so ziemlich außer Kurs, wie? Bin kein Sachverständiger für Pistolen. Ja, stimmt. Sie sind mehr Sachverständiger für Autos. Was hat denn der Dr. Kramm eigentlich für eine Marke gefahren? Hanomag oder DKW?
Wer? Der Dr. Kramm, den ihr beide aus dem Auto raus erledigt habt. Ich weiß ja nicht, wovon Sie sprechen, Herr Kommissar. So? Nichts, Lilly. Ich kann nichts finden. Herrgott. Herrgott. Na. Aber Lilly. Mädel, gutes Lilly. Lilly, es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Eine schwache Möglichkeit. Wenn es uns gelingt, den Raum unter Wasser zu setzen. Unter Wasser? Ja, unter Wasser. Wo habe ich denn? Was suchst du denn, Tom? Mein Messer. Wasser mindert die Gewalt der Explosion. Da liegt es. Lass. Und vielleicht sprengt sie uns einen Ausweg. Und wenn nicht, Tom, was dann? Wenn das Wasser steigt und wir sind... Wir wollen es versuchen, Tom. Bitte sehr, Herr Kommissar. Danke. So. Also Sie wissen nichts von der Mordsache Kramm? Nee, Herr Kommissar. Von der Sache habe ich eben hier zum allerersten Mal gehört. Da will ich dir mal was zeigen. Komm mal her. Komm. Sieh dir mal das Stillleben da an. Das Ding kennst du ja. Reisepistole, Kaliber 7,65, Jahrgang 1906. Hat deinem Freund gehört, hat sich damit erschossen, nicht wahr? Jawohl. Schön. Aber weißt du auch, was da drin ist? Nee. Na, dann sieh mal her. Und nun nimm dir mal das Vergrößerungsglas und guck dir die zwei Ostereier ganz genau an. Na, siehst du irgendeinen Unterschied? Nee, nicht in geringsten. Siehst du, mein Junge, das eben ist das Merkwürdige an der Geschichte. Wir von der Polizei haben nämlich auch nicht den geringsten Unterschied entdecken können. Nicht unter der Lupe und nicht in der Fotografie. Die zwei Geschosse sind einander so vollkommen gleich, wie sie nur sein können, wenn sie aus ein und derselben Waffe abgefeuert wurden. Dabei stammt die eine Kugel aus dem Schädel des ermordeten Dr. Kamp und die andere aus der zerschmetterten Hirnschale deines Freundes Harry. Lass Wasser haben, mein Junge. Sieh heute. Und jetzt möchte ich von dir wissen, warum dein Freund Hardy den Dr. Kramm erschossen hat. Das weiß ich doch nicht, Herr Kommissar. Nee. Herr Kommissar, wenn Sie mal totschlagen. Ich weiß doch nicht, was der Hardy für Luft da gekriegt hat. Ja, klar, sag ich. Ich nicht, Herr Kommissar. Ich nicht, der Hardy. Du nicht, schön, der Hardy, vom Leben. Und das weiß ich doch nicht, Herr Kommissar. Ich habe den Mann in meinem Leben nicht gesehen. Aha. Jetzt kommt der große Unbekannte. Grüß Gott, tritt ein, bringt Glück herein. Der hat mir gerade noch gefehlt. Der Mann im Dunkeln, der Mann hinter der Kulisse. Also Sie wissen nicht, wie der Mann heißt. Auf Ehre und Gewissen, Herr Kommissar. Ich weiß nicht, wer dem Hardy den Auftrag gegeben hat. Na. Kann man eben nichts machen. Geben Sie halt zu Protokoll, was Sie von der ganzen Geschichte wissen. Jawohl, Herr Kommissar. Müller. Jawohl, Herr Kommissar. Also, die Sache war die, Herr Kriminalsekretär. Also kam da gerade meinen Wagen gewaschen.
weil doch alles tipptopp sein muss, von wegen der Konkurrenz heutzutage, nicht wahr? Und auf einmal, da klingelt das Telefon. Und da hatte ich ihn dran und dann kam er wieder und sagte, dass wir den Wagen vom Dr. Kamm abfangen sollen. Und zwar da oben, wissen Sie, an der Kreuzung Kernerstraße, Griner Winkel. Na. Na. Und wir natürlich los. Und da kommt er auch schon den grünen Winkel lang getrudelt. Wachtmeister, führen Sie den Mann ab. Sagen Sie mal, Müller, liegt im grünen Winkel nicht die Irrenanstalt von Professor Baum? Jawohl, Herr Kommissar. Also hat der Dr. Kamm die letzten zwei Stunden... Sehen Sie mal nach, ob irgendwelche Polizeiakte von dem Irrenarzt Professor Dr. Baum existieren. Baum, Bertha Anna Ulrich Max. Wird nicht in den Akten geführt. Ja, das war ja schließlich... Dankeschön. Mach mir mal eine Verbindung mit Professor Baum. Ja? Herr Professor, werden vom Polizeipräsidium Kriminalkommissar Lohmann verlangt. Hier Professor Baum. Der Mann behauptet nun steif und fest, noch vor zwei Monaten in Ihrer Behandlung gewesen zu sein. Da er sich damit scheinbar nur ein Alibi beschaffen will, möchte ich den Mann gerne mit Ihnen konfrontieren. Natürlich, ohne dass er weiß, wer Sie sind. Ja, wenn es irgend möglich wäre, dass Sie sofort kämen. Sehr liebenswürdig, Herr Professor. Tausend Dank. Wenn ich jetzt auf der richtigen Spur bin, Müller, dann grube ich mir heute Abend so einen Affen! Herr Kommissar, wann lassen Sie mich nur endlich wieder raus hier aus dem Affenkäfig? Mein Lieber, wir sind froh, dass wir Sie drin haben. Ich habe Ihnen doch alles gesagt, Herr Kommissar. Alles, was ich weiß. Wird sich ja alles rausstellen. Herr Professor, darf ich bitten? Nun, Herr Professor, kennen Sie diesen Mann? Ach, der war das? Nein, Herr Kommissar, ich habe ihn bestimmt noch nie gesehen. Habe ich mir ja gleich gedacht. Hallo, dann habe ich Sie leider umsonst bemüht. Herr Professor? Entschuldigung, Herr Kommissar, dass ich störe. Eine dringende Unterschrift. Gleich, gleich. Verzeihen Sie einen Augenblick, Herr Professor. Vielleicht gehen Sie indessen auf mein Zimmer. Bitte. Numero 204, am Ende des Korridors. Danke. Kennt einer von euch diesen Mann? Nein, Herr Kommissar. Nein, Herr Kommissar. Nee, kein Rohre. Redo, kennen Sie den Mann, den Sie eben mit mir hier gesehen haben? Nee, Herr Kommissar.
Ich kenne den Namen nicht. Bestimmt nicht? Nee. Trauriger Fall, nicht? Auch für Sie, der Sie ja mit dem Ermordeten sehr befreundet waren. Ja, wir standen als Kollegen ausgezeichnet. Er hat Sie ja noch am Tage seines Todes besucht, der arme Kerl. Ja. Sie hätten uns viel Arbeit erspart, Herr Professor, wenn Sie das der Polizei gemeldet hätten. Diese Aufforderung stand in sämtlichen Zeitungen und an allen Plakatsäulen der Stadt, Herr Professor. Ich lese nie eine Zeitung außer Fachliteratur und bin heute seit 4 Wochen zum ersten Mal in der Stadt, Herr Kommissar. Dr. Kramp kam zu mir, um, wie mein Diener Ihnen bestätigen kann, etwas in einem wissenschaftlichen Werk nachzuschlagen. Er verließ mich in bester Laune. Was den Tod anbelangt, stehe ich vor demselben Rätsel wie Sie. Tja, dann bedauere ich außerordentlich, Sie umsonst bemüht zu haben. Herr Professor? Herr Kommissar? Na nun, das ist doch Kent. Kent? Sie kennen diesen Mann? Wen? Diesen Mann. Ich frage Sie, ob Sie diesen Mann kennen. Woher sollte ich ihn kennen? Das weiß ich nicht. Jedenfalls haben Sie doch eben seinen Namen genannt. Ich? Sie, Herr Kommissar. Herr Kommissar, ich muss Sie unbedingt sprechen. Etwas ungeheuer Wichtiges. Dann darf ich mich wohl verabschieden, Herr Kommissar. Meine Zeit ist... Selbstverständlich, aber bitte sehr, Herr Professor. Augenblick, Kent. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor, dass Sie gekommen sind. Keine Ursache. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Kommissar, ich bitte Sie... Moment. Geht mal rein. Es ist gut. Herr Kommissar, es ist unendlich wichtig, was ich... Augenblick. Wichtiger als alles. Kennen Sie den Mann, der da eben weggegangen ist? Nein. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Dabei lasse ich mich fressen, dass der Mann Sie kennt. Ganz bestimmt nicht, Herr Kommissar. Ich habe den Mann nie gesehen. Zu kotzen. Wie sehen Sie denn aus, um Gottes Willen? Deshalb sind wir ja hier, Herr Kommissar. Heißt dieser sogenannte Chef? Dr. Mabuse. Himmel, Herrgott, nochmal! Schon wieder Mabuse, der Mann ist doch tot! Der ist nicht tot, Herr Kommissar, der ist verflucht lebendig, sag ich Ihnen. Ich habe ihn doch selber tot gesehen! Zum Wohlsein, das wahr ist. Und ich sage Ihnen, dass der Mann nicht tot ist. Ich glaube, dafür sind wir beide ein lebendiger Beweis. Ein zufällig noch lebendiger Beweis. Herr Kommissar, ich habe mich doch ganz in Ihre Hand gegeben. Sehen Sie, heute Nacht hätte ich noch fliehen können. Ich habe es nicht getan, weil ich weiß, hier geht es um mehr als um mein Leben oder meine Freiheit. Herrgott, wie kann ich Sie denn nur überzeugen? Ist das ein Beweis für Sie? Schreibmaschinenbrief. Das ist kein Beweis. Den kann gerade so gut ein anderer? Ich bin für niemanden zu sprechen. Ohne Ausnahme. Für niemanden. Jawohl, Herr Professor. Alle Spuren führen immer wieder zu dieser Irrenanstalt.
breche ich mir mein Genick dabei. Ich will noch einmal hinausfahren. Mit Ihnen, Kent. Vielleicht haben Sie recht. Und Mabuse lebt doch noch. Der Professor ist leider verhindert und kann niemanden empfangen. Sagen Sie ihm, Kriminalkommissar Lohmann möchte ihn sprechen. Aber meine Herren, es geht wirklich nicht. Der Professor arbeitet und hat strengste Anweisung gegeben, ihn unter keine Bedingung zu stellen. Lieber Freund, machen Sie keine Geschichten. Ich muss Professor Baum sprechen, also gehen Sie ein und melden aber Sie mich. Aber Herr Kommissar, glauben also wollen Sie mich mir nur melden oder nicht? Aber ich habe strengsten Auftrag, Herr Kommissar. Schön, dann melden Sie mich eben nicht. Aber Herr Kommissar, ich... Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Das ist er, das ist seine Stimme. Was? Das ist die Stimme des Chefs. Die kenne ich unter Tausend. Das ist der Mann. Wo ist der Mann? Der Mann, dessen Stimme wir eben gehört haben. Ich sag, Kent. Kommen Sie mal her. Was ist? Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Ich habe ausdrücklich gesagt, ich möchte jetzt nicht gestört werden. Das ist seine Stimme. Hm. Hübscher Mechanismus. Sehr gescheit. Jetzt wundert es mich nicht, dass Sie die Stimme des Mannes nicht erkannt haben. Sie haben sie ja nur in technischer Übertragung gehört. Der Professor? Baum, natürlich. Aber wo steckt der Kerl? Was ist denn das? Ein Stadtplan vom Norden? Das muss doch die chemische Fabrik von Löhr und Stegerwald sein. Und das heutige Datum? Sonderbar. Ist ja sehr sonderbar. Da soll nun Mensch draus klug werden. Ja, da steht ja neun drauf. Bleistift. 20.30 Uhr. Das heutige Datum? Sagen wir 21.10 Uhr. Kent, rufen Sie mal Löhr und Stegerwald an. Es wird zwar niemand mehr draußen sein, aber Nachtwächter werden die Leute hier haben. Das ist ja noch etwas. Aufzeichnungen des Dr. Mabuse? Das ist ja sehr interessant. Los, mach, mach. Hört, oh mein Gott! Kent! Anschlag auf die chemische Fabrik!
gerade die Brüder, statt aufzupassen. Verbindung, Herr Kommissar. Hallo, hallo, Polizeipräsidium. Hier Kommissar Lohmann. Hallo. Lohmann, dort. Was? Sehen Sie denn nicht, dort im Scheinwerferlicht. Thank you.
Mehl von Wasser. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Mabuse. Dr. Mabuse. Mabuse? Mabuse! Gott, ich will! Mabuse! Wer hat denn die Tür aufgemacht? Gott, ich will! Lauf, hol Hilfe! Er bringt ihn um! Kriminalpolizei. Wir suchen. Hofmeister. Hofmeister. Herr Kommissar! Der Mann heißt Mabuse, Herr Kommissar. Dr. Mabuse. Mein Junge, hier hat ein kleiner Kriminalkommissar nichts mehr zu suchen.